Aha, was ist das? Spruchrolle? Ja. Ich glaube Blitzschlag, wie es auf dem Bild gerade aussah. Auch gut, dass ich noch einen gekillt habe. Weil vier wäre schon sehr unangenehm. Ja, die machen aber schon deutlich weniger Schaden als die Elite. Irgendwie funktioniert das manchmal mit dem Außenrumlaufen auch echt gut, aber es ist halt... Es ist halt schon gefährlich, weil man sehr nah an den anderen dran steht. Und die könnten dann den Hit landen. Und bei dem Orc Elite ist mir das irgendwie zu unsicher. Ich habe gerade was Neues rausgefunden. Wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, sammle ich alles ein, was auf dem Boden ist. Also im Sinne von nicht dieses ganze Geklicker, was man wahrscheinlich schon öfter im Hintergrund gehört hat, wenn ich rede, weil das ja dann dementsprechend durchs Noise Gate kommt, sondern wirklich die Maustaste gedrückt halten. Also wenn ich jetzt einfach gedrückt halte und irgendwo entlang laufe oder was liegen sollte, sammle ich das ein, ohne die Taste nochmal drücken zu müssen. Bei so vielen Gegenständen, wie auch immer, kommen. Wow. Ich meine, wie viele Stunden Gothic habe ich jetzt mittlerweile auf dem Kanal? Funfacts mit Patrick. Das ist ja genial. Das ist einfach genial. Also der Ork da links tut mir leid. Wobei er tatsächlich nicht runterfällt. Noch nicht. Irgendwie vertraue ich dem System aber noch nicht ganz. Eins, zwei, drei. Okay, wow. Ach, da rutsche ich nur runter, wenn ich das jetzt provoziere. Das wird dann der einzige überlebende Orc im Minental werden. Okay. Ist das schön mit diesem Maustaste gedrückt halten. Das ist eine völlig neue Welt. Aber wie gesagt, irgendwie vertraue ich dem System noch nicht ganz. Auch wenn es wahrscheinlich besser funktioniert als das dumme Rumgeklicker, weil es halt instant ist. Während ich bei dem Klicken ja mal theoretisch es verkacken könnte. In dem falschen Moment klick. Tschüss, Ork. So, aber um sicher zu gehen, dass die Orks da unten auch wirklich sterben. Okay, das hätte eigentlich reichen müssen. Zweimal Unwetter für einen Ork-Krieger. Außer er ist außer Range.
Seid ihr außer Range? Ist halt außer Range. Ich vermute mal, der andere Ork ist schon ertrunken. Weil die ertrinken ja dann tatsächlich. Warum auch immer. Komplette Lost Boys. Ein Silberkelch und eine Steintafel. Was ist es denn für eine? Armbrustschütze. Da habe ich doch jetzt bestimmt auch Kämpfer, oder? Schütze heißt es ja, genau. Schwarze Perle, Dolch und Pech. Entschieden zu dunkel. Den Schlafsack aus Odyssee vermisse ich tatsächlich wirklich sehr. Hier eigentlich im Standard Gothic 2 irgendwo eine Schwachstelle in der Palisade, wo man reingekommen ist? Ich glaube nicht, ne? Weil die haben ja hinter der Palisade nichts. Was ich schade finde. Man hätte ja wenigstens irgendwas hinklatschen können. Naja gut. Andererseits hätte es dann geladen werden müssen und es hätte dann Performance gekostet, ohne dass man es jemals sieht. Ja gut, wobei... Drüber gucken kann man ja ein bisschen. Ja, zweischneidig. Ist hier noch irgendwas am Leben? Eigentlich, wenn ich schon hier bin, kann ich auch gleich den Drachen hier als erstes machen, oder? Sofern hier ein Bett ist. Wenn es so dunkel ist, gehe ich nicht weiter. So. Und zwar muss ich jetzt für dieses kleine Easter Egg, nenne ich's, das da anziehen. Coole Rüstung. Das war's nämlich. Coole Rüstung. Weil ich halt dieselbe Rüstung anhab wie er. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Was willst du wissen? Na, ich hab's noch nicht gelernt. Okay. Hatte ich dann doch so im Kopf, Flute, weil ich mir dachte, brauch die Lernpunkte im Moment. Such eine weiche Stelle und stich mit dem scharfen Messer zu. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Was willst du wissen? Oder nein, hat er mich da nicht durchbeleidigt? Im Sinne von, dass ich ein halber Hämpfling bin und nicht danach aussehe. Drachenschuppen sind sehr hartnäckig. Brauchen? Aber gerade wenn du glaubst, du schaffst es nicht, löst sich das Ding von dem Rücken des Drachen. Hier ist kein Bett, ne? Nein. Und es ist gerade mal 20 Uhr, das heißt, es wird nur immer dunkler und dunkler. Nee. Wenn es so dunkel ist, das... Also, mir wäre es jetzt theoretisch egal, wenn ich es jetzt alleine spielen würde, aber auf YouTube ist es... Wenn es dunkel ist, da macht YouTube ganz, ganz schlimme Dinge. Deswegen gehe ich jetzt einfach kurz pennen. Gehe wieder raus. Könnte theoretisch wieder dahin laufen. Es ist jetzt nicht so weit. Oder ich mach die restlichen Orks noch platt mit... Auch mit an der Palisade. Für Innos! Da sollte ich echt nicht mehr lange brauchen dafür. Dass mir jetzt echt die Tränke der Geschwindigkeit ausgegangen sind. Das ist mir schon klar. Nee, es war nicht klar. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wem man noch glauben soll. Du verkaufst ihn nicht, ne? Nein. Okay. Wurscht. Das ist eine schlimme Sache.
Okay, wow. Dieser eine Ork da. Da ist eine Ork-Elite da links. Ich möchte erstmal die zwei Ork-Krieger anlocken. Hat funktioniert. Jetzt muss ich genau die Augen aufhalten. Ich glaube, es war weiter links, wo der Zen gerade liegt, aber sicher bin ich mir nicht. Ja, genau, da liegt er, ja, okay. Ich vermute mal, es soll so sein, dass wäre dieser Ork-Elite, der ihn getötet hat. Ja, und jetzt droppt er halt sein Inventar. Ein paar Sachen habe ich ihm mir zumindest verkauft, die ich jetzt wieder kriege, auch wenn ich echt keine Probleme mehr habe bezüglich Geld und die auch nicht mehr kriegen kann, denke ich. Selbst wenn ich jetzt jeden Mist kaufe, den ich eventuell brauchen könnte. Das dauert so lang und es sind so viele. Aber das ist halt nochmal ein bisschen mehr Mana. Weil mit 210 könnte ich einen Blitzschlag mehr schießen. Mathe. Hier ist ja theoretisch der Haupteingang bei den Palisaden. Oh, schade. Also tatsächlich, wenn ich das alles geklärt habe, die Drachenjagd wird vermutlich relativ schnell sogar gehen. Wieso habe ich keine 5 Mana dazu bekommen? 207 hatte ich doch schon vorher. Oder bin ich jetzt blöd? Hm. Interessant. Könnt ihr mal zurückspulen und gucken. Eventuell war ich gerade doof und hatte nur 202 vorher. Okay. Was habe ich getan? Vater, vergib mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal, ganz kurz. Sag mal, ich habe hier den Krieg der 18 Heere ausgelöst. Wo ist es denn? Ich find's nicht. Oh Gott.
Leute! Oh oh. Ich glaube, ich hätte hier 14 Mal sterben können. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist... Wo ist es? Wo ist es? Weg mit Angst und rein mit Unwetter, weil das wollte ich eigentlich gerade machen. Oh oh. Macht hier wahrscheinlich nur 5 Schaden, oder? Ja. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Du wirst sterben. Gut, das war der schrecklichste Kampf meines Lebens. Weiter geht's. Lebst du noch oder bist du ein Bug? Da oben. Ich habe gerade einen Regenbug. Deswegen lade ich mal, also vom Sound her. Oh. Boah, ist das angenehm. Nicht tausendmal klicken. Irgendwas kämpft da hinten. Da, hier. Gott, ich hoffe, Biff ist noch im Leben. Biffel habe ich ihn ja lieb gewonnen. Nochmal ein Level up. 40 Lernpunkte habe ich jetzt, ne? Ja. Mathe. Also ich glaube, da haben Orks gerade gegen irgendwas gekämpft. Tatsächlich. Sie kämpfen schon wieder gegen irgendwas. Gott, will ich wissen, was da ist. Ah, da waren Schattenläufer. Okay, also haben die einen Schattenläufer getötet. Ich hatte jetzt halt schon irgendwie die Sorge, dass sich irgendein Drachenjäger hier verirrt hat. Und die den halt einfach wegmachen. Wobei, 2 Orks dürften wahrscheinlich, also Ork-Krieger zumindest, dürften den Drachenjäger nicht schaffen, denke ich. Weil die Rüstung denen so viele Verteidigungswerte gibt. Die kriegen ja noch weniger Schaden als ich. Das Spiel. Da legt man sich extra schlafen, damit es hell ist. Und das Game so, nö. Ach, warte mal, ich lasse Belias Zorn mal in der Hand. Oder halt irgendeinen Zauber generell. Dass ich sehe, ob hier irgendwo ein Gegner noch ist. Hab ich dich schon gelootet? Ja. Ja, eigentlich... war ich da unten. Theoretisch. Wieso seid ihr eigentlich mit den Drachensnappern verbündet, hä? Wollt ihr mir das mal erzählen?
Also ich glaube, da drüben war nichts mehr. Da war diese letzte Elite da. Hier. Und dann war es das. Zu dem Kastell da oben kommt man ja nicht hin. Jetzt gehen wir die Mana-Tränke aber schon aus, ne? Klein. Wie viel Schaden mache ich einem Drachensnap mit Unwetter? Sah vorhin aus, als wäre es relativ viel. Also dürften doch zwei Unwetter reichen, oder? Let's see. Ja. Interessant. Irgendwie kam der zweite Schaden nicht sofort. Egal. Funktioniert. Ich bin glücklich. Vielleicht hört der Regen ja gleich wieder auf. Dann ist ja eh wurscht. Oh, ja. Ja, da drüben wäre es jetzt theoretisch, aber da komme ich ja nicht hin. Oh, schade, dass hier eigentlich nie was war. Hier hätte man super so eine kleine Höhle hinmachen können, wo dann irgendwie Banditen drin sind. Also auch schon in Gothic 1. Wobei ich glaube, in Gothic 1... Nee, in Gothic 1 hätte man das auch machen können. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob die Barriere hier schon gewesen war. Okay. Ich habe sie zum Rundet. Eventuell dürften jetzt also alle Orks tot sein. Ich überprüfe das aber nochmal. Kann sein, dass hier auf dem Landstrich noch welche sind. Wobei ich die ja schon getötet hatte, als ich das erste Mal im Minental war. Also ein paar davon. Ne, ich glaube, es sind keine mehr hier. Dann machen wir jetzt mal kurz Speedo-Modus. Zurück zu Gorn. Was lag da? Ach, eine Truhe, okay. Ich habe irgendwie einen Trank gelesen beim schnellen Vorbeilaufen. Ja, kein neuer Ork da. Hätte sein können, dass ihn die Strömung auch runterreißt, aber er ist einfach ertrunken. Okay, dann wollen wir mal. Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst noch mehr, als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter und ich kann Schreie hören. Oder alternativ... Vielleicht ist es Lester, der in seine alte Felsruine zurückgekehrt ist. Kann nicht sein. Soviel ich weiß, wohnt Lester dort oben nicht mehr.
Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Unholde nennt man das heutzutage. Was für Unholde sollen das sein? Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kann's nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits, was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und den Weg zur Festung freikämpfen. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Außerdem will ich mir die Biester da oben mal aus der Nähe ansehen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Gon, das Fähnchen. Lass uns angreifen. Wie in alten Zeiten, was? Aber ich sag dir was. Das wird meine Schlacht. Diesmal werde ich vorangehen. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Man kann sogar von hier reinsehen. Ja gut, warte mal, mit der Sichtweite, die ich jetzt habe, wahrscheinlich mit der Standardsichtweite von dem Spiel nicht. Oder ist die Sichtweite wieder runtergestellt, nachdem ich das Spiel neu gestartet habe? Ja, ich glaube, die ist wieder runtergestellt, ne? Geht's dir gut, Gordon? Ich bin gleich da. Ein Mistvieh weniger. Der säuft nur die mittleren Tränke. Und schießt mit einer Armbrust. Das ist falsch. Ich finde es gut, dass es in Gothic 3 ja diesen anderen heilen Zauber gibt. Schade, dass es hier sowas nicht gibt. Die wie er vorsprintet. Komm her, Mistvieh! Also so wie er halt vorsprintet, ist echt besonders. Oh, Entschuldigung. Hier kann ich leider ganz schlecht Magie verwenden. Bei ihm halt da oben zum Beispiel. Fast. Wenn du da runterspringst, stirbst du an Fallschaden. Ich hab dich gewarnt. War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund. Den Rest musst du allein erledigen. Heiz ihn ordentlich ein. Ich werde zurückgehen, die Orks im Auge behalten. Kein Problem. Ich sehe dich. Hoffentlich. Ja, er sieht mich auch. Wir stehen voreinander. So klar, dass wir uns sehen. Oh, hi. Jetzt bin ich mal gespannt. In Odyssey waren die Drachen ja durch meine Framerate komplett overtuned. Ob das jetzt hier auch wieder so ein Spaß wird. Hallo? Die
find's gut, wie da rechts einfach einer runtergefallen ist und jetzt tot ist. Dumme Viecher. Ah. Aha. Bei der Lärmbelästigung kannst du für euch behalten. Droppen tut's eh nix, blöde Viecher. Ja, schaut schon ganz anders aus als die letzten Kämpfe mit den Echsenmenschen, ne? Wie viel Schaden macht ein Belia-Zorn an dir? Ein Traum. Ich höre einen Dämon. Eigentlich dürfte Belias Zorn an einem Dämon doch keinen Schaden machen, oder? Zeit für ein Experiment, aber ist das eh verschlossen, also muss ich mal erstmal kurz vorher den Hebel verwenden. Hallo? 25 Damage. Das ist halt gar nichts. Jetzt ist halt die Frage, als was Belias Zorn zählt. Ich hätte fast gesagt als Magie, nicht als Feuer. Zumindest wäre das jetzt mein Guess gewesen. Dietrich, Kohle, Wein, Käse. Dem Belia-Schrein, hier kann ich ja auch nichts machen, ne? Ist eigentlich schon komisch, Lester. Möchte ich nur mal gesagt haben, ja? Als wir in Gothic 1 hier waren, war hier noch kein Belia-Schrein in dem Geheimzimmer. Kaum wohnt er, hier steht hier einer. Ich würde jetzt tatsächlich mal Belias Zorn weghauen und Zombie-Schaffen draus machen. Dass wir das ein bisschen ausprobieren. Vielleicht sind die ja ganz stark, die Zombies. Wo ist es denn hier? 80 Mana. Schauen wir mal. Oh, warte mal. 1357. Komm, ich will, dass es hell ist. So wie da in dem Zimmer. Oder Durchgang. Flur. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich würde oder hätte wesentlich mehr Magie verwendet, dann wären meine Mana-Tränke schon viel, viel früher aus. Gut, ich habe auch nicht so oft welche gekauft. Ich glaube, das mit der Drachenjagd wird relativ schnell gehen. Belegnagel. Aha, okay. Dietrich, ja, Fisch. Mögt ihr das eigentlich lieber, wenn es organisch ist, was in den Truhen ist? Oder ist euch das egal? Es würde jetzt hier zum Beispiel relativ wenig Sinn machen, was da gerade drin war in der Truhe. Theoretisch sollte sie eigentlich sogar offen sein.
Oh, das gefällt mir noch viel weniger. Jungs, Timeout. Ich sehe schon, der kommt jetzt gleich hier rausgesprintet und boxt mich einfach nach Corinus zurück. Warte, warte mal. Ja, jetzt guckt sie blöd, ne? Macht sogar ganz gut Schaden an denen. Nicht schlecht. Ich glaube, ich habe die oben auch getroffen, kann das sein. Zumindest sind sie in Alarmbereitschaft. Seit wann sind Echsenmenschen eigentlich Freunde von Golems? Ich schieb das mal auf den Drachen. Oh. Jetzt hätte ich schief gehen können. So, wenn wir schon dabei sind. So viele Dunkelpilze sind sie ja gar nicht mehr. Jetzt gab's auf jeden Fall die 5. Wahrscheinlich war es beim letzten Mal auch so. Ich habe nur aus irgendeinem Grund 200. 2 für 207 gehalten. War da drin? Nee. War nicht, gell? Das ist jetzt, da war nicht noch ein Gang. Nee. Ach, weißt du was? Ihr seid nervig zu bekämpfen. Süß, 10 Schaden. Ein toter Drachenjäger. Naja, hat es zumindest bis hier oben hingeschafft. Okay. So, das wird unsere erste Begegnung mit einem Drachen. In der nächsten Folge.